So, damit einen wunderschönen guten Abend, Twitch. Herzlich willkommen bei mir, dem VTW. Heute wieder natürlich frisch am Start. Resident Evil 1, es geht weiter. Und ich denke mal, das Finale rückt näher denn je. Und ich freue mich besonders, da es ja, wie gesagt, in ein paar Stunden mit Resident Evil 2 die Remaster-Version, beziehungsweise da wird es released. Und ja, habe ich ja wohl ganz gut geschafft. Hallo, moin, halt, grüße dich. Ich muss zu meiner Schande auch noch gestehen, ich glaube, heute spielt der Bot verrückt. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Sei nur gesagt, nicht wundern, wenn der Fahrradbot wieder rein und raus geht. Ich weiß nicht, an was es liegt. So, von daher hoffe ich mal, dass meine Mods heute zumindest da sind, weil der Bot hat sich verabschiedet und das schon fast alle 2 Minuten. Hallo Lichterleuchter, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du hier bist und viel Spaß mit Resident Evil 1. Und der Silkiro ist auch dabei. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Halli, hallo, hab's gestern auch noch durchgezockt. Super, dann hoffe ich mal, dass ich das heute auch gebacken kriege. Also, es kann ja eigentlich jetzt nur noch hier das letzte Rest sein vom Schützenfest. Und ja, starten wir einfach mal. So, ich hatte ja gestern noch das Labor gesehen, wo irgendwelche... Was waren das gewesen? Ach ja, na klar. Röntgenbilder waren das doch, ne? Ach so, das Einzige... Nicht zu schizophrenisch. Das Einzige, was ich jetzt offline noch gemacht habe... Ich habe noch ein bisschen in meiner Inventarbox noch mal so ein bisschen rumgesortiert. Also wie gesagt, ich habe mich nicht gespoilert, keine Angst. Nur, damit ihr euch nicht wundert, ich habe... Ah, seht ihr, das kann ich eigentlich schon wieder wegpacken. So, wie ihr seht, habe ich jetzt wieder meinen Benzinkanister mit bei. Ich habe nur die Pistole dabei. Ich habe mal hier so ein bisschen gut sortiert, hoffentlich zumindest, was Messer anbelangt. Die ganzen ja, Waffen, die ich jetzt gefunden habe. Habe ich das Farbband. Hier sind meine ersten Hilfedinger. Schön sortiert. Nach Reihe und Glied. Auch lustig, ne? Kurz vorm Ende fange ich an, hier so zu sortieren. Ah, ist egal. So, dann haben wir hier diese 2 MO-Disketten, wo ich noch nicht weiß, wohin da mit dem ganzen Zeug. Serum, Flaschen, naja, und das ganze arme Gedöns. Jo. Wollte ich euch bloß nicht vorenthalten. Nicht, dass ihr euch wundert. Ansonsten, wie gesagt, nichts gespoilert. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich das immer wiederhole, ne? Naja, bevor es natürlich dann wieder so aufkommt. So, das machen wir noch. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Kerosin im Gepäck. So, und nun geht's los. Mal sehen, wäre natürlich geil, wenn das direkt vor Mitternacht hier zu Ende ist. Dann habe ich mir schon überlegt, ob ich vielleicht ein klein bisschen schon von Resident Evil 7 heute anspiele. 2 natürlich, nicht 7. Unabhängig davon, wann es jetzt letztendlich wirklich released wird. Bin ich überhaupt richtig hier? Ja, ne, es ging doch hier runter. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt wenigstens, ja, ein oder weniger einen schönen, erfolgreichen Tag gehabt. Oder so einen schönen Tag gehabt. Und, ja. Ach ja, eins noch nebenbei. Ich habe mir für die Zukunft vorausgesetzt natürlich, klar, was alles so im privaten Gedöns noch reingefällt, habe ich vor, immer so meine Streams zwischen 18 und 20.30 Uhr ansetzen zu lassen. Würde ich mal so beibehalten. Und wie gesagt, kann natürlich jederzeit geändert werden, klar, logisch. Aber damit ihr mal zumindest ein kleines Profil habt, wann ich neben dem Streamplan auch Zeiten her streame. Aber ansonsten immer bei Twitter mal schauen und dann... Der die genauen Zeiten festgelegt. Nur wenn es einen interessieren sollte. So. Ja, wo war denn das jetzt nur? Achso, eine Hochspannungs. Okay. Oh Gott. Und schon bin ich wieder raus. Da mal vorne war noch eine Tür. Warte auf jeden Fall eine andere Karte. Auf jeden Fall bin ich dann nochmal durch die anderen Bereiche gegangen. Ist auch zu. Wer ist diese Hochspannungsscheiße hier? Da vorne. Und, ja, wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Einblick, wer überhaupt jetzt hier bei mir drin ist. Ich weiß nicht, ob mein Bot wieder noch da ist. Also irgendwie hat das heute von Streamlabs eine Macke. Oder Twitch hat schon wieder seine API rumgefummelt. Das ist eigentlich, finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen doof. Ach ja, hier war der PC, genau. Ich
Es gab doch noch einen anderen Raum. Ach, der war auf der anderen Seite. Ja, lul. Ich bin schon wieder völlig fertig. Ich habe noch nicht mal angefangen. Geht gut los, ne? Ja. So, jetzt laufe ich natürlich wieder den verkehrten Weg. Man kennt ihn. Ja, also wenn ich jetzt die ganze Zeit hier so rumlaufe, dann schaffe ich das heute doch nicht mehr. So, ich denke mal hier. Da gab es ja noch ein paar Röntgenbilder. Konnte ich ja letztendlich aufheben. Oh, what the fuck, Alter. Wie viel gibt's denn Räume hier, ey? Oh, verschlossen. Ich habe nur verschlossene Türen heute. Hä? Wo war denn der blöde Raum? Hier muss er ja nur noch sein. Oh ja, ich mache mir erstmal einen Energy Drink drauf. Ne? So viel Zeit muss sein. Ja, rausgelatscht. Ich habe heute irgendwie ein Loch im Kopf. Sorry, falls es in meinen ein wenig lustig war, halt Kalk. Wie ein Filmriss. Ich habe echt einen Filmriss, Leute. Das war doch hier unten, oder? Mein Gott, kann man so doof sein? Es gab einen Raum, wo die Röntgenbilder drin waren. Boah, das mit dem Bot kotzt mich heute an, ey. Es gibt nicht mal einen Tag, wo mal ansatzweise irgendwas funktioniert. Der PC. So, das war hier der Raum, wo die ganzen Leichen sind. Oh, mein Bot ist wieder zurückgekehrt. Ja, ich wollte meinen Mund schon öffnen und solange du jetzt nicht von deinem Kanal jetzt noch irgendwie präsente Sachen machst, dann ist es okay. Aber trotzdem ein bisschen aufpassen. Weil am besten ansonsten, wenn du irgendwas, dann whisper denn zumindest den Hulk oder sonst irgendeinen an, wenn es darum geht. Ich denke mal, entspricht ja, sag ich mal, für dich auch, ne? Und für alle anderen Streamer ja auch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie einen Filmriss. Weiß nicht, wo der Raum war. Und ohne das geht's ja nicht weiter. Ich pass schon auf. Ich habe es in dein Gesicht gesehen, dachte mir so schön. Ja, ich hoffe, du nicht nur in mein Gesicht, sondern auch meine Chat-Regeln, ne? Normalerweise, solange du in mein Chat hier reinkommst, da stand's ja da. Ist ja immer so lustig, dass die Leute immer sowas mal gleich wegklicken, ne? Anstatt es mal zu lesen. Aber ist alles gut. Noch habe ich ja nichts gesagt. Und glaub mir, man reagiert dann drauf. Ja, nichtsdestotrotz habe ich immer noch nicht den Raum. Er leckt mich doch einmal. Wie gesagt, es soll keine Apollo-Postel sein, aber wie gesagt, jeder hat andere Regelwerke und ich mag das nicht so gerne, wenn einer hier Werbung reinhaut. Rausgesetzt, ich möchte es gerne, dann sage ich das selber und dann passt das schon. Muss keine fallen, aber dann muss man auch nicht hier sein. Jo, dachte ich mir, ne? Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. So rennt die eigentlich immer wieder raus? Ey, das geht ja schon wieder gut los hier. Jetzt sag bloß, ich bin die ganze Zeit da nicht reingegangen.
Gut, ich frage. Alles gut. Bin wieder total von der Rolle. So, okay. Oh Gott. Scheiße ist das. So, was ist das hier? Auf den Nuklearschild gekritzelt. Ach ja, das hatten wir ja schon letztens gehabt. Gestern zumindest. Ja, jetzt macht das nochmal. Kann ich jetzt hier wieder raus? Danke. Dark David. Da steht ein Name drauf. Ja, toll. Das konnte ich jetzt auch so lesen. Nein. Nein! Man drückt immer die falsche Taste hier. Natürlich. Da macht ja Sinn bei Röntgenbildern. Einfach mal aufhängen. Mhm. Ja. Am Oberrad steht der Name. Ja, das hatten wir schon. Achso, so kann ich sie mir jetzt alle angucken. Ja, toll, schön. Und was sagt mir das jetzt? Das ist genau das. Warte mal. Da war doch noch was mit dem Schalter, ne? Ah, ein Teil glüht rot. Und das im Afterbereich. Na, gute Nacht. Keine Erinnerungen. Bei Ed Fischer und bei dem ersten. Keine Erinnerung. Denk mal nur die Bilder, die ich jetzt aufgehangen habe, ne? So, die anderen sind identisch. Die denn jetzt ausgetauscht? Das schnalle ich jetzt nicht. Was tauschen die jetzt aus? Die Bilder oder das was? So ein Teil glüht rot. Ja, schön. Wissen wir. Also von hier aus sieht das immer noch gleich aus. Die Speiseröhre oder was das sein soll in Rot? Verstehe ich nicht. Was kann ich jetzt davon ableiten? Oh, Alter, ich mein... Hä? Haben wir einmal nur den Dickdarm, den Dünndarm, da haben wir den Brustkorb mit der Lunge, mit dem Herzen. Ja, und das andere. Verstehe jetzt aber den Sinn dabei nicht. Dann sagt er auf einmal anders am Tauschen. Die beiden Aufnahmen wurden ausgetauscht. Welche? Welche von den beiden? Boah, das ist ja ätzend. Was denn? Teil glüht rot. Die Wolle oder, das Herz? Eine Erinnerung. Sorry. Schnall ich nicht. Ganz ehrlich. Ich meine, muss jetzt ein Experte sein, um das zu verstehen? Ich nicht. Sorry, dann bin ich doof. Okay, ich gebe zu. Verstehe ich nicht, was das jetzt sein soll. Ja, gib mir mal einen Tipp. Ich habe keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Den Sinn verstehe ich daran nicht.
Für mich hängen die Bilder immer noch so, wie ich es aufgefunden habe. Oder wie ich es aufgehängt habe. Weiß nicht. Ja, mach mal. Alles gut. Es tauscht nur die 2 aus, wenn es rot leuchtet. Ist das richtig? Was? Es tauscht nur die 2 aus, wenn es rot leuchtet. Ist das richtig? Weiß es nicht. Das ist ja das Problem. Weiß nicht, was auch immer ausgetauscht wird. Also alles, was glüht. Die beiden Aufnahmen wurden ausgetauscht. Ja, welche von den beiden Aufnahmen? Was ist denn das für eine Scheiße? Oder das Glühen wurde ausgetauscht. Weil das ist jetzt nämlich weg. Nein. So, jetzt hat's. Okay, jetzt ist es da. Warte mal, ich will es jetzt mal selber. Da ist keine Änderung. Also an diesen beiden ist gar keine Änderung vorgesehen. Nein, okay. So, was ist hiermit? Ein Teil glüht rot. Okay. So, ich gehe jetzt zu dem Bild hin und will es ausgetauscht haben, richtig? Aha. Okay. Na, kann man das nicht so schreiben? Okay, jetzt hat sie also die ersten 2 ausgetauscht. Und die? Erste und dritte tauscht sich nicht? Na, offensichtlich schon, weil das war ja vorhin und das hat ja nicht geglüht. Jetzt habe ich das ausgetauscht. Zack. Ach so. Soll das bedeuten, jede Aufnahme muss glühen? Kann das sein? Jetzt glühen sie ja alle. Also die sollen alle glühen. Ja gut, machen sie ja jetzt. Toll. Aber mir sagt überhaupt nichts, was das jetzt sein soll. Vielleicht muss ich das ausmachen. Wenn sie glühen, ist der Hinweis bei der Wand auf der linken Seite. Ach so. Oh. Okay, die ersten Buchstaben. Okay. Okay, danke dir erstmal, Saikiro. Ich habe natürlich jetzt ganz vergessen. Klar, logisch. Da war ja noch was. Ach ja, okay. Also wenn das jetzt alles richtig glüht, dann ist die Reihenfolge jetzt so richtig, oder wie? So, dann haben wir erstmal hier den Kackdarm. Dass wir... Ja, schön, dass man das lesen kann. Kolon. Okay, Kolon wäre jetzt C. Ich hoffe, ich gehe jetzt damit richtig. So, das ist ein... Das wäre denn die Speiseröhre? Wäre denn dieses Esophagus oder wie das Ding heißt? Gott sei Dank, dass ich kein Mediziner bin. dann wäre es jetzt ein E. Nein, ich will ich nicht. Weg hier. So, dann haben wir die Leber, das Herz, was auch immer. Ich denke mal, das ist die Leber. Liver, ja. Das war das L. Naja, es kommt ja eigentlich entweder die Small Intention oder die Large Intention. Mann, nehme mich doch mal hier. Nein, das hatten wir schon. Hä? Kein Problem, das Rätsel hat mich auch genervt. Okay. Jetzt hab ich bloß ein Problem. Das sind 2 gleiche Bilder. Ach nee, doch nicht. Der ganze Lungenflügel. Hä? Naja, Lunge. Ja, genau. Ernsthaft? Zell? Englisch für Zelle?
Oder Gefängnis. Gitter. Das sind vier Bilder. So, was ist das jetzt für ein Wort? Was soll das? Ah, für den PC. Warte mal, da war doch irgendwas. Da war doch irgendwas. Dieses John und Ada. Das hatten wir ja gestern gehabt. Und dann gab es ja hinterher noch irgendwie so eine Distrikt oder Trax, die ich nicht aufbekommen habe. Und von dem muss irgendwie ein Passwort ein. Und das wird jetzt Zell sein, stimmt's? Jupp, was meinst du denn jetzt? Ob das stimmt, was ich jetzt sagte? Ah, ist egal. Ich mach erstmal wieder Licht an. Pass mal auf. Ah, jetzt brauche ich bestimmt die Disketten wieder, wa? Ich glaube, ich brauche die Disketten wieder. Dann kann ich ja das Ding nicht booten. Ich probiere es mal. Dann sind wir schon so lange hier rumgelatscht. Gucken wir das auch noch hin. Alter. Also hätte ja mir Sekiro jetzt mir wirklich jetzt nicht geholfen, dann hätte ich das total vergessen mit der Wand an der linken Seite, dass da eben noch dieses Diagramm mit den ganzen... Meine Güte. Also wenn das bei Resident Evil 2 auch so ist, dann herzlichen Glückwunsch, du. Kann man mich dann irgendwann auch einbuchten? Ich hätte eigentlich die Disketten schon vorher mitnehmen sollen. Was für ein Start. Aber gut, so kann man es natürlich auch noch ein bisschen hinauszögern, ne? Vom Prinzip. Welcome to so, wo haben wir denn die Kacke hier? Hier, einmal. Warum haben wir denn eigentlich zwei Disketten? Jesu, ich bin nicht so schnell darauf gekommen, auf das John und Ada. Da bin ich verzweifelt. Das Zell ging schnell. Okay. Ja, ich bin auf beides eigentlich nicht gekommen. Obwohl, ich habe ja gestern nachgeguckt. Nee, da hast du mir ja auch geholfen, glaube ich, ne? Warst du das nicht? Ja, das sind immer so eine Situation, ne? Völlig verpeilt durch die Gegend laufen. Man kennt ihn. So, also Zell. Also wenn das nicht ist, dann soll mich einer jucken. Das war jetzt da, genau, wo ich mal dauernd schon reingelaufen bin. Nee, gestern nicht. Okay, aber irgendwie habe ich, da hatte ich auch Hilfe gebraucht. Ja, zumindest ist der Fahrradbot jetzt wieder ständig drin. Keine Ahnung, was da los war. So, jetzt kommt das erstmal, ne? Was ich gestern hatte. John? Die John Sinclair? Übrigens auch ein Hörspiel, was ich damals sehr gerne gehört habe. Da glaube ich auch mal einen Film, einen Realfilm, aber der war nicht so doll, finde ich. Das müssten sie eigentlich auch mal als Spiel rausbringen. Das wäre doch mal geil. So, John und Ada. Wie der Adamsapfel. Der Adamsriese. Das klingt immer so, als ob du gerade einen Jackpot hast, ne? Genau, jetzt kommen nicht die zwei Flügel. Bravo 2 Foxtrot und Bravo 3 Foxtrot. Ist das jetzt für beide? Genau, da kam jetzt das... Na, jetzt bin ich ja gespannt. Zell. Das ist ja geil. Okay. Ach, die Buchte ist jetzt aufgemacht worden. Okay. Geht das auch für das? Ich glaube, da brauchst du ein anderes Passwort. Ach, das brauche ich gar nicht mehr. Das geht auch schon so auf. Okay. Aha, das ist da unten. Eins, was ich noch nicht kenne. Interessant. Oh, jetzt wird's witzig. Okay, das war richtig. Alter, leck mich fett.
So. Ja gut, hätte ich auch den anderen Weg nehmen können. Ging der Ventilator vorher schon? Noch zu. Hä? Ach, da oben. Ach, jetzt sehe ich es gerade. Die graue Tür. Okay. Wenn man sich überlegt, ne? Jetzt mittlerweile 42 Minuten online. Plus minus 15 mit dem Counter. Und renne hier immer noch ein und denselben Weg. Was war denn das hier eigentlich nochmal? Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn Sie nur die Schlösser anhebeln. Auch wieder so ein eingebauter Mechanismus. Okay, endlich eine neue Tür. Okay, da kommt auch was auf mich zu. Hallo! Ja, das nenne ich doch mal einen Kopf kürzer. Jetzt habe ich, wieder ein paar schöne Sachen hier. Ja, Brandsätze kann ich immer gut gebrauchen. Stimmt. Ah, wieder ein Farbband. Nice. So, ich bin dann mal weg. Nochmal sorry und viel Glück noch im Resident. Sind bei Jill vielleicht so viele Waffen? Ja, alles gut. Ich musste erstmal deinen Satz ein bisschen. Kiro, vielen Dank trotzdem, dass du dabei warst. Und ja, alles gut. Was heißt bei dir noch der letzte? Sind bei dir bei Jill wirklich so viele Waffen? Naja, drei, ne? Denke ich mal. Pistole, dann hatten wir die Magnum. Den Granatwerfer. Ach nee, vier sogar. Entschuldigung, dann haben wir noch die Schrotflinte. Was ist das denn? Hinter dieser robusten Tür scheint etwas zu geben. Öffnen. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Aus wie ein Nachttankgerät. Also ich habe Chris gezockt, hat mich nur irritiert. Ach so, okay. Ja, also vier Waffen hat sie. Ja. Ja, wahrscheinlich ist genau das, was du meintest, ne? Dass die Geschichtsstränge immer ein bisschen anders verlaufen. Jupp, bis morgen dann, oder? Na, auf jeden Fall. Morgen, denn wie gesagt, mit auf jeden Fall mit Resident Evil denn 2. Jo, mach's gut. Schönen Abend noch. So, was haben wir hier? Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer M-Disk. Ah, kennen Sie den Passcode? In das System übertragen. Ja. Ich hab's ja nun gelesen. Alles gut. So. Das heißt. Verwenden. Ach, damit geht die Tür denn auf. Okay. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Ja. Okay, dann muss ich noch irgendeine Diskette noch finden. Ah. Okay. Sonst noch irgendwas? Hier liegt noch was. Ein Fax. An die Säuberungsabteilung. Zu Händen, Manager, Säuberung. Von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte hätte der Forscher von dem T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls.
Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien davor zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Ach was. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. Ja. So bedeutlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Da will offensichtlich einer verhindern. Na klar, wie immer. So, irgendwas kann ich mit dem Gefäß hier noch machen. Na gut, einen Platz habe ich noch. Ja. Wir versuchen nicht zu schütteln. Nee, ich muss da irgendwas machen. Reinkippen. Ein Röntgenbild. Das abgebildete Skelett ist nicht ganz menschlich. Ja, gute Nacht. Ja, Filter. Darin sind rote Dias, sie sind leer. Und was muss ich noch finden? Na gut. Okay. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich habe jetzt zwei Räume aufgeschlossen. Es muss ja noch irgendein Raum sein. So, ja gut, hier bin ich auch fertig. Boah, Alter, denkst du mal, die tritt das Ding auf? So. Naja, ich komme bestimmt nicht rein, denke ich mal. Das wird dann erst, wenn alle drei dann Lämpchen grün und noch leuchten. Nein, okay. Ja, aber... Hä? Okay. Nee, das war ja der Röntgenraum, ne? Schon wieder völlig fix und alle, ja. Und tschüss. Abspeichern wäre auch nicht schlecht. Da war oben auch noch was gewesen. Ja, ich gehe erstmal nach oben. Natürlich, die Tür. Aber warte mal. Ich gehe erstmal abspeichern. Ach ja, genau. Bisschen irreführend, finde ich. Nee, erstmal speichern. Aber das muss irgendwie das Ende sein. Das muss irgendwie kurz vorm Ende sein. Tja, ich weiß nicht. Soll ich das jetzt mitnehmen noch? Oder? Keine Ahnung. Halt, bin zu weit. Das war oben. Diese Selbstverteidigungswaffe eigentlich sein soll. So ein Quatsch. So, ich hoffe, euch geht's allen noch gut. Dann schlendere ich mal zu der großen Tür.
Und große Türen bergen eigentlich große Geheimnisse. Oh Gott. Was kommt jetzt? Erstmal was zum Lesen. Eine weitere Diskette, okay. Und das ist so fucking ruhig. Ach, hier ist der Dia-Projektor. Aha. Oho. Okay. Der Film ist eingelegt. Ansehen. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Der MA39 Cerberus. FI03 Neptun. Ach, das waren die ganzen. Ah, okay. Neptun hieß der Hai. Mhm, okay. Ach, die Viecher. Die M121 Hunter. Der Tyrant. Ach, lass mich raten. Dann ist unser Tyrant wahrscheinlich unser Freund. Das wird der Endboss sein. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. A34. Ich weiß nicht warum, aber ich schreibe mir mal die Nummerfolge auf. Nur so ein komisches Gefühl wieder dahinter. 8-3-4-1-7-0-6-2-3. Schieß mich tot. Okay. Das war auch das letzte. Okay. Dann wird das auch wahrscheinlich wieder irgendein Code sein, den ich brauche. Ein Sicherheitsprotokoll. Erdgeschoss. Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Nur wie nett. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanager Case Arvring. Wer auch immer das ist. Drittes Untergeschoss. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher. E. Smith S. Rose und R. Wesker. Wesker. Ist mir ein Begriff. Den habe ich schon gehört, gerade jetzt bei den Resident Evil-Teilen. Muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Aha. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusive Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Okay. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primären Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist bei den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter den Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode. Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechnung vorbehalten. Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant. Nach Verabreichung des T-Virus nicht weiter lesbar. Okay, also viertes Untergeschoss, da geht die Luzi dann ab. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das hole ich mir später. Okay, da sind Videos, da sind Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Nice. Da ist irgendwie eine Leiter oder irgendwas? Kann ich nicht mitnehmen. So, hier geht das weiter. Da ist irgendwie ein Raum, da komme ich ja bloß nicht rein. Bestimmt von der anderen Seite rein. So, was habe ich für eine Option jetzt? Ich habe eine weitere Diskette. Ja, schön.
Komm, ich nehme erstmal die Gewehrmunition mit. Was ist hier eigentlich? Eingabegerät für Passcode. Verwenden. Acht. Drei. Vier. Eins. Das sind nur vier. Das sind nur. Nein, das kann ist auch schon zu viel. Das muss ja irgendwas mit diesem Strichcode zu tun haben. 8341. Ging ja nicht. 062. Und ich bringe erstmal das wieder raus. Das ist ein Passcode. Hier noch irgendwas? Teil des Schreibtisches mit einer Säure bedeckt. Ja. Das muss irgendwas mit diesem Strichcode zu tun haben. Gar nicht hin. Vier Zahlen. Mach ich denn jetzt hier wieder? Alter, das ist ein Parkour-Rennen. Wo war denn jetzt der blöde Safe Room gewesen? Da hinten, ja super. So, was habe ich denn eigentlich mir jetzt die Dia-Show angeguckt? Kann das sein, wenn ich die weglege, dann kann ich mir das nicht mehr angucken? Dass ich das erstmal nicht mehr brauche. Vielleicht muss ich diesen Dia-Filter einsetzen. Zeigt er mir denn dadurch erst die richtige Kombi an? So, jetzt kann ich erstmal das erste Hilfespray noch aufheben. Naja, und da das rot ist, gibt es immer noch irgendwas, was ich machen kann.
Ich sag's noch. Okay. Ja, das war vorher nicht rot gewesen. Mal auf, wenn jetzt der Strichcode kommt. Bin ich gut? Also, dann haben wir nur noch die 8462. So, dafür war das da. Habe ich es noch da? Nee, jetzt hat es auch weggemacht. Ja, lol. Sagt der Name, Diafilter. Er filtert was. So. 8462. Natürlich. Ein Laborschlüssel. So, so. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen? Get away from me! No! Hey! No! Ja. War sehr interessant. War das der Tyrann? So, mehr gibt's hier nicht. Alles durch hier? Nee, ist immer noch rot. Schon wieder übersehen. Aber wieso ist der Raum noch rot? Gerät. Hier scheint es wirklich nicht wichtig. Ja, ist ja schön. Kann ich noch was hier was dran machen? Nee. Keine Ahnung. Vielleicht muss man hier noch was machen. Was sehen, wenn ich nochmal den Film angucke. Kennen wir. Gut. Ja, kein Plan. Gehe ich erstmal raus. Muss ja irgendwo noch eine weitere Tür aufgegangen sein. Okay, unterhalb. Ich laufe hier nur mit meiner normalen Knarre rum. Und hier ist der V. Dann läuft. Moin Moin! Danach Resident Evil 2 Remake, Carsten. Schön, dass du meinen Vornamen schon kennst. Ja. Wenn natürlich um 24 Uhr dann losgeht. Habe ich mir schon überlegt, aber denn nur kurz, weil planmäßig wollte ich das morgen erst antesten. Ach, mal Rhythmen 2K, aber schön, dass du da bist. Einen schönen Abend. So. Den Schlüssel hier, Laborschlüssel. Wo könnte der jetzt passen? Hehe, gut, gut. Das ist doch fein. Okay.
Ja, danach kommt doch natürlich. Ich sage, weiß ich noch nicht genau. Mal sehen. Es hängt davon ab, wann es nun wirklich, oder wie lange ich jetzt hier für dieses Spiel noch brauche und wann es released wird. Normalerweise haben sie ja gesagt, ab 24 Uhr soll es losgehen. Ach du meine Güte. Und wieder tausende von Türen. Was? Festgerostet. Okay. Oh je. Ach, sag bloß ein Safe Room. Ja, lul. Nehmen wir doch mit. Also ich werde die Nacht mit Red Bull verbringen. Genau. Ist immer gut. Was, die Ketten sind nicht verstanden. Auch gerade, weil ich es jetzt gerade getrunken habe, ne? Reichwerbung. So, das nehmen wir mit. Können wir ja, haben wir hier auch eine Kiste? Ich bin gerade vorbeigelaufen, läuft. So, dann schauen wir mal. Gut, ist jetzt zwar nicht mehr geordnet. Da können wir dem ja nachhelfen. Aber Quatsch, weil ich gleich nochmal so ein Ding abpacken muss. Ja, läuft. Was? Du hast es nicht gesehen? Ich hab's doch gerade getrunken. Aber genau das habe ich auch. Wenn es bei mir so nicht mit Greenscreen wäre, hätte ich gesagt, dann irgendwie so einen schönen Red Bull Kühlschrank und dann erstmal so ein paar Dinge rein. Und nein, ich krieg kein Geld dafür. Warte mal, da könnte man... Wo waren die? Da oben, ne? Ja. Das sortiere wieder los und ganz ehrlich, so viel Heilung, was ich hier habe, brauche ich eigentlich gar nicht. Voll witzig. Hängt da wahrscheinlich mal an den Schwierigkeiten. Ich habe immer noch dieses Holzpassepartout, Alter. Für was braucht man die Kacke? Das trage ich schon seitdem, dass ich in diesem Herrenhaus drin bin. Bester Plan. Oh, ne? Ja, dazu muss man erstmal die Kohle haben, um sich das überhaupt gönnen zu dürfen. So. Okay, so, wie sieht's aus, Klaus? Da liegt noch was. Ne, wo liegt's denn? Ja, irgendwie hast du gerade Blicken gesehen. Ach, hier so eine Farbspule wieder. Da ist er, da ist er. So, dann haben wir das noch. Fertig? Ja. Nice. Speichern wir erstmal ab. Ja, wie gesagt, 2 Stunden hätte ich ja noch. Unabhängig davon, wie lange das hier noch dauert. Andererseits, irgendwie will man gar nicht jetzt aufhören, ne? Weil ich überlege, wie es angefangen hat. Oh, meine Zero hat ja schon, sag ich mal, hingezogen, aber das Ding hier. Achso, ja, genau, wegpacken. Ich will so viel Munition wie möglich jetzt sparen. Ich habe schon vorhin so viel ausgegeben. Also jetzt die letzten Tage nicht vorhin. Oh, schaut gut aus. Das kann auch wieder weg. Alter, 19 Mal abspeichern. Seppi, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Erstmal Applaus an euch alle, die jetzt hier sind. Dankeschön. Schick. Huck. Hack. Danke auch, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Resident Evil ist einfach mega, also die ersten Teile. Ja, also zumal ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Zero jetzt blind gespielt und Resident Evil 1 auch. Ich kannte zu Zeiten, wo es auf dem PC gespielt habe, war das noch unter Windows 3.1. Ich habe es nicht auf der Konsole gespielt und da wirklich nur den Anfang. Ansonsten war das alles blind jetzt gewesen. 2 kenne ich im Übrigen auch nicht, bin mega gespannt, wie das dann ist. Das 1, was ich kenne, ist 4 und 7. Ach, Crazy Saskia ist auch da. Ja, dann auch einen wunderschönen guten Abend, Crazy Saskia. Schön, dass du da bist. Auch wenn ich normalerweise keine Loka, grüße, wenn sie es nicht möchten. Aber nun hat es ja halt wieder gemacht und von daher. Jo, gut. Danke, danke, danke.
Also mir geht's gut. So, raus hier. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe die früher auf PS1 gezockt. Naja, natürlich, ne? Also die meisten, die Resident Evil kennen, haben das meistens nur auf der Konsole gespielt. Und ich muss euch sagen, gerade durch Resident Evil, wenn ich nicht gerade den Euro Truck Simulator gespielt habe, sehr selten, dass ich mal mit dem Controller spiele. Sorry, Crazy Sasuke, was ist das? Ich wollte dich nicht aus deinem Lobmodus holen, aber ach, naja. Hulk hat's wieder gemacht. Ansonsten immer, denn nur, wenn du schreibst, dann ist es okay. Da gibt es immer so ein paar Leute, die sind dann immer so ein bisschen empfindlich, wenn man die aus dem Lobmodus rausholt. Das ist neu. Okay. Ach du Scheiße. Ich mag dir. Was ist denn das? Ich mag die alten Resident Evil lieber mit der alten Spielweise. Ja, stimmt, die Steuerung wurde ja, wie ich gesehen habe, auch ein bisschen angepasst. Man kann auch die Originalsteuerung wieder verwenden, aber wie gesagt, ich kenne gar nichts und von daher, ich habe mich mit der neuen angefreundet. Klar, für alle Altgenossen natürlich ist es ein bisschen anders. Alter, was sind das für Wesen? Das hatte ich doch schon mal gelesen. Treibstoff nicht schütteln. Ein Nachtankgewehr. Oh Gott, hier. Aha. Das ist kein Treibstoff, das ist eine leere Kapsel. Ach, die muss ich wahrscheinlich in das andere Ding da reinhauen. In den anderen Raum. Okay, soweit ist der Raum fertig. Hast du die neuen Monstertypen kennengelernt? Ja, gerade jetzt. Und hat mich nicht so sonderlich erschreckt, aber nur wie sie aussahen. Die hängen jetzt also an der Decke rum, oder was? Weiß nicht, ob das gut ist, wenn man da in diese Säurepfütze drin steht. Das sieht so ein bisschen aus wie Biene mutiert zu... Ich frag gar nicht danach. Sassi hat ein Smiley gemacht und dann habe ich Hallo gesagt. Ach so, okay. Ist mir nicht aufgefallen. Dann hast du nichts gehört von mir. Aua. Aua. Was sind denn das für Viecher? Okay, sie sind eine Mischung zwischen Ameise. Ja, genau. Was ist das denn? Ja. Komm runter! Alter. Ja. Wo will er denn hin? Der Lull! Das ist irgendwie alles, ne? Sieht wie so eine Riesenkakerlake oder irgendwas. So, ist jetzt hier Feierabend? Ich sagte doch, du wirst die Spinnen vermissen. Nee, nicht wirklich. Du, da kann kommen, was will. Die Spinnen sind schlimmer. Ganz ehrlich, ich mag keine Spinnen. Zumindest lösen die sich auf. Das ist schon mal gut. Nee, wie gesagt, alles kann kommen, bloß keine Spinnen. Das ist mir sowas von Latte. Kann ich überhaupt da durch? Ja. Ah. Hab ja nur so wenig davon.
Oh, das war der Kopf. Ich mag die neuen Monster. Ja, das glaube ich. Wir gehen auch so langsam die Muni aus von der normalen. Ja, zumindest lösen sie sich auf. Das ist schon mal gut. Alter, ich. Noch einer. Alter. Wie viel kommen denn hier noch? Ich sollte einen Mod für Farok machen mit nur Spinnen. Ja, vergiss es. Das wirst du mich nie spielen sehen. Ich glaube, da kommen immer wieder neue raus. Ist hier ein Nest irgendwo? Ja, nicht mit mir, Kumpel. Da liegt er. Ein bisschen Heilung wäre jetzt aber nicht schlecht, oder? Kritisch ist nicht gut. Da nicht. Es kommt der nächste. Komm, Mäuler, was ist denn hier los? Mit Sydney Trichternetz spinnen. Der Selbstzerstörungsmechanismus des Labors. Er ist gewaltig. Ach du meine Güte. Dann heißt es nachher rennen oder was? Kann es sein, dass ich hier nicht rennen darf? Okay, hier ist nichts mehr. Ich glaube, ich darf nicht rennen. Kann das sein? Immer wieder neue, ne? Boah, Alter, die triggern mich. Nicht unbedingt heilen. Du solltest den Platz merken. Ja, ja. Ich weiß. Ich vermute mal, es ging um die Selbstzerstörung, denn wenn der Tyrannosaurus Rex kommt. Ich sag's jetzt so, der heißt natürlich nicht so. Tyrann eben, ne? Aber dass ich das ganze Ding wahrscheinlich nur beenden kann, wenn ich das hier in die Luft fliegen lasse. Boah, ich muss mich erstmal heilen, ey. Wie kriegt man denn eigentlich diese Verbandskästen auf? Das habe ich mir schon im ganzen Spiel gefragt. Ich weiß nicht, wie ich die Dinger aufkriege. Oder was haben die überhaupt für einen Nutzen? Ja, diese ersten Hilfekästen. Verstehe ich nicht. Kriegst du die Dinge auf? Halt! Das brauchen sie jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Wie kriege ich die Teile auf? Das soll da zum Heilen sein, logischerweise, ne? Brauche ich ein Messer dafür? Von oben. Was? Okay.
Danke. Natürlich von oben. Ich mache die Kiste immer von oben auf, wenn die Schnalle natürlich auf der anderen Seite platziert ist. Na ja, alles klar. So. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht aber eine andere Wumme mitnehmen noch. Dann habe ich die Treibstoffkapsel jetzt. Die muss ich mir von dort besorgen. Die muss ich dann da wieder einsetzen. Und dann kann ich ihn selbst irgendwas in dem Dreh. Ja, das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Guck aufs Schloss. Aufs Schloss habe ich ja geguckt. Aber aufs Schloss ging es nicht auf. Es ging ja von oben auf. Wie Shaki wunderschön bemerkt hat. Genau. So, okay. Was nehme ich mir denn Schönes mit? Magnum ist geil. So, mal ein bisschen stärkere Wumme. Mit 11 Kugeln kannst du gleich aufhören. Naja, ich meine ja jetzt nicht, solange ich jetzt hier noch durch die Gänge dümpel, sondern wenn es um den Boss geht nachher oder generell, dann nehme ich mir schon, wie gesagt, ich fange ja schon an mitzunehmen. Aber das Problem ist immer, man hat immer zu viel Platz denn verschwendet, ne? Ich weiß nicht, wann ich dieses Ketten brauche, ich weiß nicht, wann ich das eine oder das andere, dann läuft man ja mal hin und her. Soll ich nochmal abspeichern? Ja, ich speichere nochmal. Tut mir leid. Mal bei neuesten Spielständen kann man das ruhig machen. So, wie haben wir es jetzt? Fast 3/10? Okay. Ich glaube, die Viecher kommen immer wieder. Ihre Spawn. Das sind wahrscheinlich auch den Selbstzerstörungsmechanismus, damit man die ausräuchert. Ich denke aber erst, wenn der Tyrann tot ist. So, wie geht's denn jetzt weiter? Kann ich noch den anderen Raum aufmachen? Okay. Was haben wir denn hier noch Hübsches? Oh, ein Fahrstuhl. Ist er das? Zum Heliport? Der Aufzug funktioniert nicht. Anscheinend müssen Sie den Schalter auf der rechten Seite aktivieren. Ach, was? Keine Stromfuhr. Okay. So, dann haben wir hier noch eine Tür, ne? Aber da kam ich ja auch nicht rein. Festgerostet. Ja, wie witzig. So, der Schlüssel ist immer noch. Das heißt, vielleicht kann ich die Tür auf der anderen Seite auch noch aufmachen. Das geht ja gar nicht anders. Sie haben den Schlüssel. So, Sie brauchen den nicht. Jawohl, war mir schon fast klar. Was haben wir jetzt hier drin? Ich habe das erste Mal erlebt, dass jemand zu wenig Munition hatte für den Boss. Na gut, wann der Boss kommt, das weiß ich ja auch nicht, ne? Okay, hier krabbelt was. Wo bist du? Hab dich lieb. Der Raum so klein? Okay. Achso, ich kann wieder Schiebemax machen. Ah. Die kommen immer aus so einem Schacht raus, ne? Ah, ich kann da. Da sogar durchklettern. Ja, Mann, du siehst ja gar nichts. Was? Was
Silent Hill habe ich leider nicht. Hey, wo? Ah, okay. Ach, hier bin ich jetzt, durch die Tür nicht durchkommen. Alles klar. Ach, holy moly. Doch, die Viecher haben es in sich. Der OP ist voller Blut. Das Blut sieht nicht so aus, als käme es von einer Operation. Ja, was für ein Zufall. Diverse chirurgische Instrumente. Toll, was mache ich jetzt hier? Soll ich mir... Ah, Röntgenbilder soll ich mir angucken. Nein, auch nicht. Hä? Was mache ich denn hier drin? Ach, gar nichts. Warum bin ich jetzt hier durchgekrabbelt? Was macht das für einen Sinn? Wahrscheinlich nur, um durch andere Räume zu gelangen, oder was? Ja, Tatsache. Hey, jetzt bin ich wieder hier drin. Hä? Es ist meist lustig, wenn ein Resident Evil Gamer es halt zum ersten Mal zockt. Ja, kann ich mir vorstellen. So war es bei mir auch, wo die Leute Outlast gespielt haben. Konnte ich abfeiern. Ist normal, ne? Das Regal ist voller Gegengifte. Okay. Aha. Da haben wir die nächste. Ja. Hau mal rein. Komm, mach hin. Egal, welche ich reinschiebe, ne? Ja. So, da haben wir die zweite und eins muss ich noch finden. Hm. Im Prinzip kann ja eigentlich durch die Tür nur noch der Tyrann sein. Das sieht nach so Boss-Tür aus. Also für meinen Taser habe ich jetzt, glaube ich, genug davon. Okay, es ist immer noch nicht alles. Ist noch irgendwas? Okay. Hä? Noch eine Tür. Sehr witzig. Ah ja. Ja, nehmen wir mit. Logisch. Warte mal, da war ja noch irgendwas. Gott. Bin ich wieder völlig raus. Warte mal, Leute. Ich gehe noch mal rein. Ich hatte ja noch irgendwas gesehen. Da konnte ich ja noch was aufheben. Nee, aber das ist doch meistens so, ne? Wenn man denn einen zuguckt, der das selber noch nicht gespielt hat, dann kann man meistens immer schön abfeiern. Ja, ich habe beschwören können, dass hier was war. Nee, der war ja nicht, der Raum. Wenn ich hier wieder zurückgehe? Dreh am Kabel. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ach du meine Güte, ich sehe schon kommen, das ist schon wieder so ein Parcours-Rennen hier. Er ist mir aber immer noch lieber, als wenn ich hier Gegner habe, ganz ehrlich. So. Da war durch die andere Tür, ne? Boah, wenn das bis zum Gongschlag passt, ey, dann ganz ehrlich, dann ist es super getimed. So, trotzdem erstmal schön, dass ihr alle hier seid. Achso, da bin ich wieder draußen. Ja, lul. So, jetzt fehlt mir nur noch einer. Aber es Gamer nutzen dieselbe Taktik bei SHB Resident Evil und haben am Ende das böse Erwachen. Naja, ich sag mal, wie gesagt, ne, also Resident Evil 4 habe ich gezockt und Resident Evil 7. Ich weiß vom Prinzip, dass der Munitionshaushalt eigentlich von dem Sinne immer sehr knapp bemessen ist. Naja, sollte man schon aufpassen, das ist klar. Was hab ich denn jetzt eigentlich? Diese böse Spule, dann habe ich den zweiten Code geknackt. Okay. Weiß ja nicht, ob ich das Ding jetzt da einsetzen sollte. War das hier gewesen? War denn das? Wo war der Raum mit dem Ding?
bisschen Treibstoffkanister, was das ist. Totale Blockade wieder. Psch. War denn da unten jetzt? Na, das ist ja alles fertig. Da brauche ich ja nicht mehr rein. Ich hoffe ja bloß, dass ich jetzt... Mehr spoiler ich nicht mehr. Du solltest... Du sollst später Spaß beim Silent Hill haben. Ja, wenn ich Silent Hill hätte, das ist das Problem, weißt du, Seppi? Nee, das war der... War ich auch nicht mehr. Ja, gibt's denn sowas? Hier war es, ne? Brauche ja noch, wie gesagt. War doch hier, ne? Ja, genau. Gut. Das würde doch reinpassen. Wie ein Gerät. Kapsel einsetzen? Ah, okay. Hol es dir. Ja, muss ich mal gucken. Wie gesagt, also Silent Hill ist mir ehrlich gesagt nicht mehr eingefallen. Und ich weiß auch gar nicht, dass es überhaupt für einen PC gibt. Durchrennen könnte eine tödliche Explosion. Ach du Scheiße. Ich sag's noch. Jetzt muss ich mit der Kapsel zurück, da wo dieser Selbstzerstörungsmechanismus ist. Und jetzt darf ich nicht mehr rennen. Prost! Ja. Also den ganzen Weg wieder zurück. So, jetzt macht man das mit dem Joypad hier, einfach mal mit dem Joypad, wie sich das anhört, mit dem Controller. Eins gibt es nur für PS1, aber du kannst es emulieren. Das Einzige, was ich jetzt emulieren muss, ist nicht schnell zu laufen. Das mies. Besonders wenn mir die Viecher noch am Nacken halten. Eigentlich könnte ich jetzt wieder mit Tastatur und Maus spielen, weil damit kann ich wenigstens schön langsam laufen. Richtig? Nein, es läuft wieder zurück. Ach, Menno! Je schneller du denkst, desto schneller ist das Spiel vorbei. War das jetzt ein Insider-Plot oder was? Einfach mal schnell die zwei Wörter ausgetauscht? Ich hoffe mal. Nee, alles gut. Ich wollte gerade sagen, hä? Im Prinzip meint er jetzt wohl Rennen. Ich hoffe es zumindest. Autokorrektur ist kacke. Achso, bist du über Handy drin oder was? Na gut, das macht dann Sinn. Ich kenne das. Ich dachte, ich habe jetzt wirklich gedacht, das meint er jetzt nicht ernst, oder? Naja, okay. Kein Problem, bin ich nachtragend vom Prinzip. Hängt immer davon ab, wie man das rüberbringt. Naja, es stand ja auch da, ne? Wenn ich renne, ist Ende im Gelände und dann geht mir hier die Hose hoch.
Und die Mütze fliegt mir hoch. Aber dann ist wenigstens der ganze Laden im Arsch. Ist doch auch gut. Ich habe mich selbst geopfert. Juhu. Das Spiel ist zu Ende. Wollen wir noch nicht mal die Finger schmutzig machen. Dann war das ja geil, dass ich... Oder vom Prinzip, die kommen bestimmt gleich wieder, die Viecher. Oh, Alter, ich darf bloß jetzt nicht rennen, ey. Ganz gemütlich. Wenn ein Vieh kommt, so wie jetzt, einfach kaputt machen. Ja, man kennt ihn. Colt Sievers ist wieder am Start. Wir haben es jetzt 21 Uhr und 50 Minuten. Ja, ich versuche mich immer ein bisschen selber Mut zu machen. So, irgendwo stand doch dieser Apparat jetzt. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht eine gewischt hier. Hä? Was macht die denn? Das war aber jetzt nicht am Terminal. Da gab es doch irgendwie so ein... Ja, ich will nicht schütteln. Hast du die Rumble-Funktion? Was habe ich? Nö. Weißt du, den Spielmodus meinst? Nein. Oh, die wollte gerade rennen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Hauptausgang hat keine Stromzufuhr. Starten? Nee. System ist gescheitert. Anscheinend ist zum Starten ein... Ah. Jetzt ist bloß die Frage, wo war der Treibstoff? Ach, nö. Ach, der war doch jetzt nicht irgendwo... Vibriert dein Controller? Ach so, ja, ja, ja. Nein, nicht rennen. Was ist jetzt die Besonderheit von diesem Rumble-Bumble-Dings? Ich krieg einen Ass. Ich konnte das doch irgendwo einsetzen. War das nicht hier gewesen? Oh mein Gott, ey. Gehirn hat abgeschaltet. Oh, lass mich raten, das ist bestimmt in den Räumen, wo ich da rumgekrochen bin. Nein, nicht rennen. Ich krieg die Krise. Ich glaube, der Controller vibriert, bevor das Zeug hochgeht. Ein Raum über mir? Mach keinen Quatsch jetzt. Zweiten Stock? So, Untergeschoss? Da war doch der, nee, das war doch der Raum, wo... Dieser Überwachungsraum, ne? Ja. Ja, das auf jeden Fall. Oh, super. Jetzt habe ich gleich wieder so einen Käfer hinter mir. Oder da, wo ich durch die Tür gekrabbelt bin, da durch diesen Raum. Och, bitte nicht schon wieder so ein Vieh. Nein, nicht rennen. Oh, ich hasse mein Leben. Tausend Jahre später. So. Oder war das irgendwo in der Ecke da?
Ich habe keine. Und da jetzt links. Ja, hier, ne? Ach, hier. So, nun kann ich ja wieder rennen, ne? Ja. Jetzt müsste es ja auch mit dem Fahrstuhl klappen. Beautiful. Raisin. Granissimo. Es kommen keine Viecher mehr. Okay. So, jetzt müsste ja Strom drin sein, oder? Stell dir vor, du hättest gegen den Tyrannen kämpfen müssen. Was? Stell dir vor, du hättest so gegen den Tyrannen kämpfen müssen. Dann hätte ich meine Granatdinger einfach abgeworfen, fertig. Okay, ich dachte, ich habe schon die Möglichkeit. Ich glaube, dass der Aufzug da hinten jetzt funktioniert. Ja, der führt mich wahrscheinlich jetzt in den letzten Raum mit den Disketten, also mit der Diskette. Ich vermute mal. Doch, wo ist mein Stößchen? Okay. Zumindest ist jetzt schon mal ruhiger geworden. Die Ruhe vor dem Sturm. Geradeaus. Wir haben ihren Weg erreicht. Jetzt nach rechts abbiegen. Naja, jetzt müsste es doch klappen, oder? Ich hoffe nicht, dass jetzt der Tyrann da rauskommt. Juhu, der funktioniert. Der ist doch schön. Jill. Barry. You could have at least waited up for me, you know? Let's go. Was immer witzig ist, jedes Mal, wenn wir irgendwas erreicht haben, kommt Olle Schnullibär um die Ecke. Sorry, ich musste jetzt einfach mal sagen, der Typ geht mir echt auf die Ralle. Jedes Mal, wenn man irgendwo einen Part erreicht hat, da kommt der Pickel, du hättest ja mal Himmel.
So. Entschuldigung. Achso, der latscht mir jetzt hinterher. Okay. Hallo Lena. Huhu, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Grüß dich. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Ach du Scheiße. Och doch, jetzt nicht schon. Ich habe ja noch gar nicht meine Knarre. Ach nö. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Ach, forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Jill and Barry together in hell. You want a piece of me? What? Premature. You viral cultured freak. Uh-oh. Ach so! Ah! Fucky! Ich dachte, das ist noch die Sequenz. Wo muss ich mal. Sag, jetzt muss die scheiß Tür zu. Och nö. Och, jetzt. Ja. Was? Okay. Ja! Darf ich mal durch? Danke. Ich bin auf Durchreise. Alter, willst du mich verarschen? Weißt du jetzt, warum er dich betrogen hat? Ja, das wusste ich schon vorher. Wo er mit dem Lastenaufzug wieder... Aber ich habe mir eigentlich gedacht, durch die Waffe, die ich ihm wieder gebe, vielleicht... Man hat es ja gesehen, er wollte uns ja auch jetzt... Ach, keine Ahnung. Erstmal muss ich das Vieh loswerden. Oh, das wird nichts mögen. Ach, du Kacke. Ich bin so am Arsch. Was? Beobachtung zum Wesen, die Entdeckung des Typen. Ja, jetzt lesen wir uns erstmal ganz gemütlich noch was durch, ne? Der ist ja nur hinter uns. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Proteinus-Virus. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht.
Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigung zu zeigen. Das ist doch dein Freund. Ja. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Evolutionszeit von 21 Jahren im Körper eines Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist es evolierte eine angemessene Wort. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des Gi, das die Leistung von T weit übertrifft. What the fuck? Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Brickin. Ich habe verdammt nochmal gedacht, ich kriege jetzt hier einen Atomkörper oder irgendwas. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Warte mal, wie kann man laufen? Boah, ich bin da so am Arsch. Dazu ist keine Zeit. Ja. Oh, super. Hallo! Aua, hau mich nicht! Ich bin ein ganz artiges Mädchen gewesen. Nö, das Kackvieh. Was? Der liegt schon? Lul. Nee, der ist niemals tot. Das Unheil habe ich noch nie gesehen, ja. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus diesem Kacknest? Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Naja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ha, verarscht, mein einfacher Gegner. Ja, das wird auf jeden Fall Wesker sein. War das nicht bei Resident Evil aus dem Film auch so? Irgendwann, dass sich der Typ, der Knaller, da irgendwas indiziert hat und da war er der Supernova-Typ, Dämon, Zombie, hast nicht gesehen? Oder Barry? Da komme ich jetzt raus hier. Immer noch versperrt. What the fuck, Alter, wie komm... Bin ich denn angekratzt überhaupt? Oh, kritisch, nicht gut. Das ist gar nicht gut. Eine Reihe von Kapseln. In hier befindet sich ein unglaublich hässliches Wesen. Hm. Das ist ja wieder geil. Muss das entriegeln. Ah. Woher soll man denn das wissen, dass das da ist? Okay. Dass ich da irgendwas drücken muss, war mir klar, Seppi. Aber die Frage war, wo? Okay. Oh Gott. Ich glaube, jetzt hole ich mir erstmal eine richtige Knarre. Ich hoffe, ich habe die Zeit da noch zu. Wesker must have set it off. Let's hurry. Ach du Scheiße. Wir müssen es zerstören, wir müssen es wieder deaktivieren. Aus drin. Oh Gott.
Das ist... So viel Zeit muss sein. Die Frage ist, wie lange habe ich Zeit dafür? So schnell gehen muss, dann wäre ich irre. Komm, mach hin hier. Ja, ich versuch's ja. Bleib ruhig. So. Okay, alles klar. Ah, verdammt, das ist was ganz Wichtiges noch. Ich muss. Hallo? Aber wenn das Ding jetzt in der Luft liegt, Alter, dann krieg ich eine Rappel. So. Nein! So, jetzt muss ich auf jeden Fall wieder dahin. Alles klar. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt jetzt, dass ich mir so eine Ralle mache hier. Und los geht's. Was? Tony! Oh Gott, das passt ja jetzt so vor Faust aufs Auge. Hallo Tony! Alles fresh? Ich bin leider ein bisschen in Stress, sorry. Hast du in deiner Wohnung eine Selbstzerstörung eingebaut? Ja, nur. Sowieso. Besonders meine Wohnung, ne? Lol. Seppi, du kleiner Scherzbold. Alles cool. Perfekt. Da kommt mir jetzt noch ein Vieh entgegen. Ist mir jetzt egal. Ach du Scheiße. Was muss ich denn jetzt machen? Ja, ich hoffe, ich habe Zeit dafür. Nicht, dass mir das Ding wirklich um die Luft fliegt. Das wäre jetzt mies. Warte mal, wenn ich die Kapsel einfach wieder rausnehme. Hä, wo war denn dieser Scheißraum? Ach, da oben. Oh. Ich kann die Anlage nicht so ausstellen. Okay. Ach, jetzt gehe ich ja wieder zurück, ich Pflaume. Oh Mann, die Kamera. Guck einfach, wo du noch nicht warst. Na, guck hin, wo ich noch nicht war. Das ist gut. War schon überall. Ach, da ist noch ein Raum. Labor, erste Untergeschoss. Ich krieg gleich eine Krise. Ja, erst Untergeschoss. Wie kam ich bloß dahin? Das war doch da, wo ich da durchgekrabbelt bin. Glaube ich. Ach, wenn ich in Panik bin, dann drehe ich durch. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was links und rechts ist. Jeder, der mich kennt, der weiß es.
Das war in dem Raum gewesen, ne? Das geht ja einen auf den Puffer jetzt. In dem Panic Room. John Ada. Wieso kann ich das eigentlich immer noch benutzen hier? Durchgang muss da auch da sein. Macht keinen Sinn mehr. Aber wieso ist das hier noch rot, verdammte Kacke? Ah ja. Na, wenigstens habe ich was gefunden. Ist ja auch schon mal was. Wenigstens Verbandkästchen. Ja, Kraut ist drin. Na, lull. E3 warst du schon? Ja. Oh, jetzt muss man wieder die ganzen Räume durchsuchen hier. Okay, da wo immer so eine Viecher kommen, dann bin ich richtig. Na, sag ich doch, das war hier irgendwo. Was? Ganz rechts? Wie ganz rechts? Ganz rechts ist der Fahrstuhl. Ich sehe eine Tür. Du meinst links. Also, nee, so nicht. Ach, egal. Rechts war doch der Fahrstuhl. Oh, das kann auch dauern. Kenn mich ja. So, das hatte ich ja schon, ne? Immer noch rot hier drin. Ja, lol. Ist wahrscheinlich noch nicht so ganz ratsam, das jetzt hier wegzuballern. All locks.
Ach so. Es fehlt mir noch eins. Mini-Knast? Was für ein Mini-Knast? Oben war noch ein Raum, glaube ich. Ich guck nochmal. Ich forste jetzt alles ab. Ah, hier war auch nichts weiter. Ja, moin. Oder habe ich das schon? Nee, das war das erste. Ach so, ich dachte, ich hab's jetzt. Ach, schade. Oh, ich bin so vergesslich, ne? Ist das schlimm? Ach, Mann, ey. Viertel elf. Das kriegt doch nie gebacken. So, was war hier noch drin? Kann ja nur noch oben sein. So, das war der Raum hier mit den... Ja, na, hier kann es auch nicht sein. Das wirst du sehen. Naja, dass ich das sehen werde, ist klar. Aber erstmal muss ich es ja finden. Boah. Kann ja nur noch oben sein. Resident Evil. Na super. Ach ja, der Raum. Aber... Du hast ein Dist nicht eingelegt. Doch, doch. Alle beide habe ich schon benutzt. Glaub mir. Mir fehlt das dritte Schloss noch. Wie gesagt, ich habe eine noch übrig. Aber was soll ich denn hier noch machen? Ist da nicht hier noch so ein Ding? Ja. Seppi, alles gut. Ich habe ja auch drei gehabt. Das letzte ist hier in der Tasche. Aber ich habe das dritte Gerät noch nicht gefunden. Eigentlich will ich diesen blöden Film ansehen. Oder sag bloß, muss ich das jetzt so aktivieren? Nee. Da kriegst du eine Krise. Warum ist dieser fucking Raum noch rot? Ich verstehe das nicht. Als ob sich hier noch irgendwas befindet, was ich aufheben kann. Ich habe manchmal so das Gefühl, als ob ich hier noch irgendwas schieben kann. Ich habe jetzt wirklich drei Fragezeichen im Kopf. Ich weiß, es kann ja eigentlich jetzt nur noch um die eine CD handeln. Also diese Bootdiskette. Aber ich habe das Gerät nicht. So, hier ist es auch noch. Muss ich etwa nochmal den Fahrstuhl runterfahren? Ich weiß nicht, ob Saskia kann. Ob sie es macht, das ist eine andere Frage. Aber ich suche mal noch.
ich wüsste, wo das Ding ist. Ich komm doch wieder runter. Hä? Ich dachte, ich komme nicht mehr runter. Ach, hier der Wetter, dann ist es da unten. Und der Tyrann ist wieder dabei. Habe ich da drin was übersehen? Okay, der liegt immer noch. Ich habe zur Not immer eine Lösung parat, wenn ich wüsste, welche gebraucht wird. Ja, lol. Saskia, ich suche... irgendwie ein Laufwerk, damit ich diese Diskette einlegen kann. Keine Ahnung. Yo, be right back. Okay, Seppi, bis gleich. Das kann sowieso noch dauern. Weißt du noch, wo du welche das eingelegt hast? Vom Prinzip ja. Also, beziehungsweise ich habe ja nur zwei gefunden, ne? Oh, das ist wieder so, dass man es nicht sehen kann. Ey, das ist so ätzend wieder hier, ey. Oder ich tue wieder wie so der erste Mensch wieder, was ich... Wie irgendein Gang... Hier, diese Disk hier. Die hier. Das ist der Zugang zum letzten und da muss ich durch den Raum da. Das ist mir schon klar, aber ich finde diesen Apparat nicht. Was ist denn das hier? Ach, wartet mal, muss ich einfach nach oben? Ah, warte mal, das wäre noch eine Möglichkeit. Emco Reader Fundort 3. Nachdem Sie den Brennstoffbehälter für Container platziert haben, müssen Sie einen Bereich durchqueren, um den Aufzug mit Energie zu versorgen. Belan, suchen Sie, ehe Sie den Aufzug erreichen, mit dem roten Raum nach dem letzten... Das heißt, der rote Raum, da wo einst ich das Ding aufgefüllt habe? Nachdem Sie den Brennstoffbehälter für platziert haben, müssen Sie einen Bereich durchqueren, um den Aufzug mit Energie zu versorgen, zu beladen. Suchen Sie, ehe Sie den Aufzug erreichen, im roten Raum nach dem letzten... Ja, toll. Jetzt habe ich ja schon das meiste alles grün jetzt. Also wie gesagt, jetzt nochmal diesen Raum durchqueren, da wo der Brennstoffbehälter oder dieser Energiebehälter war. Kann natürlich sein, dass da das Ding war. Gut, kann natürlich sein, dass ich da wieder was übersehen habe. Alter, das ist doch zum Heulen. Na, schauen wir mal. Aber
Aber es war ja alles grün. Hier war ja nichts weiter. Kann ja gar nicht. Es ist ja alles das, was rot ist, kann ja nur. Hier ist noch irgendwie ein, aber da geht es wahrscheinlich nur raus. Laske, in welchem Bundesland wohnst du? Keine Ahnung. Ah, jetzt bin ich ja wieder auf. Ah, so doof sein? Der Scheißbehälter sein, ey. Gut, dass es so groß ist. Ja, wäre ganz gut, Saskia, das wäre wirklich gut. Also eins war durch diesen Schacht. Ja gut, das habe ich ja gefunden. Sorry, aber da muss ich jetzt wirklich spoilern. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das sein soll. Ja, ja, bin schon bei, bin schon bei. Ja, genau, das war da oben, ne? Das erste, ja. Geht gleich weiter. Ja, ja, das hilft auf jeden Fall. Dankeschön, Saskia. Aber ich muss erst mal gucken. So, dann ist einmal hier. Da unten? Da, wo ich jetzt bin? Ernsthaft? Chuck, ich hab schon, danke. Okay. Interesting. Also soll sich Tatsache hier drin befinden. What? Nicht euer Ernst jetzt? Hier soll es sein?
activated. All personnel must evacuate. And releasing all locks. The self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate immediately. Deactivating and releasing all locks. The self-destruct system has been activated. Dann hören Sie endlich auf, so ekelhaft zu grinsen! Ja. Natürlich. Okay. Natürlich. Hinter der Ecke. Läuft. Was erstmal gar nicht zu sehen ist, dass man da noch um die Ecke laufen kann. Außer man hat natürlich die Karte geöffnet, aber auf die Nische bin ich ja nun gar nicht. Also, naja, egal. Danke erstmal für alle, die gerade an Saskia und Co. So, nun geht's endlich weiter. Jo, nun kann man es natürlich auch so hinauszögern. Alter, ernsthaft. Genau, da ist es. So, und jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Nun kann ich eigentlich die dämliche Tür da aufmachen. Und ich denke mal, das ist dann das Ende. Da werden wir den Wesker nochmal treffen. Hallo? Ja. Boah, das hat ja auch einen getriggert hier, du. Halt. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr. Das heißt, es ist alles oder nichts, denke ich mal. Ich hoffe, dass ich nicht nochmal speichern muss. Dass ich das jetzt so schaffe. So, was kommt jetzt? Turn Teil 2? Hör auf. Jill. Chris, okay. Glad to see you are too. Anything on Wesker? We'll talk later. First, let's get going. Den guten Mann haben wir befreit. Was? Und jetzt wieder zurück? Ernsthaft? Das war alles? Hey, warte mal, da ist noch rot. Halt, da hast du noch was im Knast gehabt, Bruder. Knastbruder. Ja. Ich sag das doch. Ja, natürlich. Alles gut. Aber der Gute hat noch was im Klo versteckt. Ach nee, das hier. Okay. So, alles? Ja. Ja, der liebe Chris, genau. Da haben wir den guten Mann wieder. So, Frau geht voran. Apropos Frau. Saskia und für alle Frauen. Vorausgesetzt, ich komme aus Berlin. Gibt es einen Feiertag? Ab
Was war das? Der 8. März? Ja, der 8. März, ne? Heute beschlossen. Frauentag. Ja, lul. Come on, let's go. Come on. Okay, wo will er hin? Wo ist er denn? Ja, hab schon gehört. Weltfrauentag oder so. Genau. Come on, wo ist er denn hin? Na gut, dann kann ich ja wenigstens nochmal abspeichern. Es ist 10:45, Freunde. Alter, das wäre so genial. Von der Zeit her zumindest. Jetzt muss ich wahrscheinlich in den... Das Ding in Riegeln, oder? Jetzt hingelaufen. Jetzt habe ich die Pflanze gefressen, wa? Dann packen wir das mal weg. Saskia hat sich ja Chris gezockt. Ich versuche jetzt gerade noch einmal abzuspeichern, wenn ich jetzt eh hier nochmal bin. Das wäre mir jetzt doch ein bisschen zu blöd, also nochmal mal zu machen. Alter, das Spiel. Okay, kann ich wieder bei 1 anfangen. Jawohl, den habe ich lieber auf den Hintern geschaut. Oh, wow. Ach so. Mhm. Okay. Ja. Auf den Hinter geschaut. Guck mal einer an. So, was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen die Schrotze. Ich weiß, kann es sein, dass wir jetzt diesen Alarm ausschalten müssen, mit Hilfe von Chris? Er hat mich überlegt. Nein, die Schrotze, nicht das. Was mache ich denn da? So, das heißt also wieder hier runter. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt überhaupt hingelaufen ist. So kommt es raus. Ich wollte gerade sagen, Chuck? Hä? Boni. Kann er jetzt eigentlich nur noch der Schaltpult sein? Wir brauchten einfach nur einen Experten jetzt. Anstatt der auf mich wartet, ne? Wo ist denn der? Oder muss ich etwa wieder raus? Ich muss raus, ne? Na klar, logisch. Muss den Heliport. Mache ich kein Geheimnis draus. Wobei ich bei Resi 2 wohl erstmal Claire spielen werde. Weil ich die damals nicht gespielt hatte. Also ich habe dann genug Vibe erstmal. Ha! Saskia, und bei mir ist es genau andersrum. Ich werde den Chris spielen. Ist es der auch Chris? Ja, war? Es wird auch Chris sein. Ich habe erstmal genug von Hauen. Oh, das klingt so falsch. Naja,
versteht, was ich meine. Ich spiele ja schon die ganze Zeit hier die Mrs. Cappy. Ach, Leon. Ja, gut. Ja, ja, jetzt Leon. Ja, könnt ihr mal sehen, ne? Ich habe keine Ahnung von Resident Evil und spiele es. Aber sehr gut. Dann kann ich mir bei dir zuschauen, ohne Probleme. Ich freue mich. Ich freue mich auf euch alle. Muss ich jetzt raus? Nee. Oh, dann muss ich wieder runter. Ich glaube, ich muss raus. Ich glaube, jetzt geht's raus. Einfach raus aus dem Haus. Schnauze voll hier. Chris müsste zum Fahrstuhl gegangen sein. Ach, ernsthaft. Sicher? Ja, klar. Seppi muss sicher sein. Oh, na klar, weil der Tyrann ist nämlich noch da unten. Okay. Also doch wieder einen Fahrstuhl. Es geht zum Helikopter. Aber von da doch nicht. Oder ist der andere Fahrstuhl gemeint? War nicht der Fahrstuhl. Das war doch draußen gewesen, ne? Andere, glaube ich. Ja. Na, ich guck mal, was der Tyrann macht. Hallo? Wollt nur sicher kennen, dass er hier ist. Naja, da muss ich doch raus, sag ich doch. Ja, und so zieht sich das hin, ne? Also bis 12 kriegen wir es hin. Zweitausend Jahre später. Ich glaube, gleich kann ich mitmachen hier. Die quatscht da die ganze Zeit. Haltet durch! Haltet eure Mützen fest! Wie war denn das jetzt? Oh, kann ich ja den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oder auch nicht. Wir leiden mit dir. Toni, pass auf, was du sagst, mein Freund. Ansonsten werde ich bei Bizarre wieder den Todescounter laufen lassen. Du kennst das. Mehr Zeit zum Looten. Holt die Loots raus, Leute. Das? Warte mal, was habe ich für einen Platz noch? Da war doch noch was drin. Das hole ich mir noch. Das Magazin, ne? Da war noch Pistolenmagazin. Egal. Wer braucht das schon? So. Okay. Oh, den ganzen Weg wieder zurück. Klar. Junge, die Frau braucht hier Kilometergeld. Ganz ehrlich. So. Ja, ja, das ist schon klar. Aber ich denke mal mit einem netten Bosskampf noch. Come on. Ah. Come on, baby. Ach, sie müssen nicht zurückgehen. Ha, hab ich ein Glück. Finale! Finale!
Oder auch nicht. Okay. What the fuck? Das ist ja mal nett. Das nehme ich doch gerne mit. Warte mal, was haben wir denn noch? Ach, super, noch zwei Plätze frei. Na, läuft ja. Ist ja nett, dass man sowas noch hinpackt, noch so. Okay, was haben wir? Das sieht immer aus wie Hanf, ne? Das zeigt doch, dass du noch nicht durch bist. Ach, was? Ich trage, ich krieg noch für einen Helikopterflug noch ein bisschen Heilung mit. Ja, das ist mir schon klar. Das ist schon klar. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Okay. Das muss ja ziemlich groß sein, wenn ich hier noch zwei Unterstützungsleute kriege. Einer wird auf jeden Fall sterben oder alle beide sogar gleichzeitig. Ach, keine Ahnung. Ach, come on, ernsthaft? So. Oh, ich wollte gerade schon sagen. Oh, fuck. Vorbeigelaufen. Die ist für hohe Stromspannung ausgelegt. Ja, das liegt natürlich einfach mal so auf dem Boden. Ich habe gedacht, ich habe jetzt irgendwas vergessen und ja, das wäre es jetzt gewesen. Damn it! We're almost there! Jill, you just hit in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Counter. Och nö. Da komme ich immer so ein Zeitdruck. Ach du Scheiei. Vorbeigelaufen. Was? Super Idee immer. Sieh dich in der Situation zu trennen. Wie kann man auch nur an. Ja, das typische Hollywood-Flair klären. Ne? Was ist das denn? Signalraketen ist immer gut. Feuerwerksraketen. Ja, wie schön, ne? Kann ja nicht anders sein. Wenn das Spiel beendet ist, dann machen wir erstmal Feuerwerk. Damit kann ich Brad ein Zeichen geben. Okay. Ja. Ja. Okay. So, also das heißt, jetzt geht das los. Lassen wir es knacken.
Hä? Okay. Jill! You made it! Hallo! Was für eine Rummelknarre! Warte mal, das ist Kacke. Das ist absoluter, richtiger Schietendreck. Ja, Chris ist leider etwas, er schläft gerade eine Runde. Warte mal, das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen nicht mehr zurückgehen. Okay. Alter, was machst du? Jill, use it! Kill it, whatever it is! Hä? Wo? Ach, hier. Ja, genau. Raketenwerfer. Läuft! Halt, lass mich wenigstens noch ansetzen. Sei ein lieber Junge. So. Okay. Wow. Rambo. Okay, komm her, mein Kleiner. Geil. Das war jetzt Resident Evil? Boah. Ja, gut, der gute Barry, ne? Aber vom Prinzip hat er uns ja auch verraten, ne? Gut, vielleicht war ich etwas zu langsam. Kann natürlich sein. Aber es ist geschafft. Resident Evil ist zu Ende. Und das um 23 Uhr. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt schon Resident Evil 2 freigeschaltet ist, aber ich mache dann sowieso erstmal ein kleines Päuschen und ganz minimal ein kleines Päuschen. Dann schaue ich einfach mal, ob ja, das schon freigeschaltet ist. Ansonsten geht es dann morgen auf jeden Fall denn mit Resident Evil. Es hat alles wunderbar funktioniert. Hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich, dass ich das jetzt noch heute schaffe. Zumal, ja, heute wusste ich das eigentlich schon fast, aber echt geil. Das Spiel ist absolut ultra cool. Jo, gute Nacht, Seppi. Danke, dass du hier warst. Yay, vorgenommen und durchgezogen. Sehr stark. Danke, Saskia. Natürlich, klein bisschen Hilfe natürlich von eurer Seite her, aber naja, so ist das manchmal, ne? Also irgendwo braucht man doch immer ein bisschen Hilfe. Ich bedanke mich trotzdem erstmal recht herzlich an alle, die hier gewesen sind. Danke, Toni. Und ja, in diesem Sinne mache ich erstmal eine kleine Pause und dann schauen wir einfach mal. Ansonsten geht's morgen denn mit Rest 2 weiter.
Jill, you did a fine job. Ups. What the... Oh, hier gibt's noch ein Ergebnis. Okay. So, habe ich erstmal noch ein Achievement bekommen. Ergebnis, Spielzeit. 19 Stunden, 12 Minuten, 18 Sekunden. Echt so viel. Klasse, Glückwunsch. Danke, Leuchte. Vielen, vielen Dank. Erledigte Kreaturen, 129. Abgefeuerte Schüsse, 416. Verbrauchte Farbbänder, 59. Ja gut, okay. Muss immer so viel abspeichern. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut ist, ob das mittelmäßig ist oder schlecht. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch völlig Wumpe. Hauptsache, ich habe mal die Story durchgehabt und schönes. Und verwendete Heilungsobjekte 22. Okay, das war also Jills Abenteuer. Erfahrung, das geht schneller. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, Jill hat ein neues Kostüm. Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleideraum anziehen. Okay, es gibt einen Ankleideraum. Okay, gut. Das war's denn aber auch wirklich. Und Pause und dann schauen wir mal. Bis gleich.